Die da. Es gibt keine Gefahr, in der man sterben kann, habe ich gesagt. Und trotzdem traue ich mich nicht. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Lea Sophie. Wir spielen einen alten, verkrüppelten Mann, der sich jetzt in seinem Haus des Schreckens ein bisschen umherläuft und die Geschichte seiner Frau nachts hinterher rennt. Okay, wir hören schon wieder dieses Flüstern, das heißt ein Key-Gegenstand. Oh, das wird immer creepiger in diesem Spiel. Was ist hier? Are you out of your goddamn mind? What did the doctor just say about straining yourself? You can barely hold a comb. Leave that damn thing alone. Okay. Die Frau ist aus dem Krankenhaus zurückgekommen, konnte aber die Violine nicht liegen lassen. Weil die konnte nicht mal eine Bürste aufheben und das hat ihn wieder sauer gemacht. Will ich das überhaupt aufspielen? Cooler Soundtrack. 10 of 10. Okay. Okay. Die Tür fängt an zu schmelzen. Die Tür fängt an zu schmelzen. Was? Oh, shit. Ich wusste, ich sollte den Shit nicht anmachen. Alles zerfließt, alles ist aus Farbe. Was für ein geiler Effekt. Holy shit. Was für ein geiler Effekt, guckt euch das an. Das ganze Zimmer ist zerflossen, der ganze Lautsprecher, die Tür. Ist da hinten was? Ja, ich guck da noch so fröhlich durch. Oh, das ganze Bett, alles zerflossen. Sau geil. Es tropft Scheiße von der Decke. Kommt die Flasche her? Wo kommt die Flasche her? I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. Okay. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Okay. Er brauchte Farbe, hat einen Schlauch in so einen scheiß Behälter gepackt und sein eigenes Blut da abgefüllt. Der Geschmack von Kupfer hat ihn die ganze Nacht verfolgt. Okay, jetzt muss ich irgendwie raus. Oh, ich habe einen Schalter umgelegt. No way. Das war der Rückwärts-Vorwärts-Schalter und jetzt... Jetzt stellt sich das Zimmer wieder her. Ist das geil gemacht oder was? Ohne Scheiß, das ist der beste Effekt, den ich in langer, langer Zeit gesehen habe. Und das Zimmer ist wieder heile. Ist das geil oder was? Ist das geil? Das ist richtig gut gemacht, der Effekt. Das Zimmer verfließt wie Farbe. Das passt so perfekt zum Spiel alles. Und ach, was weiß ich. So, wir haben ein Stückchen Farbe und wir können unser Gemälde weitermachen. Nett. Okay. Diese Dinger scheinen wohl wichtig zu sein. Die gehören irgendwie dazu. Ich muss mal ein bisschen mehr die Augen aufhalten. Anscheinend gibt es mehr davon. Und die sammelt er hier auch. Und jedes Mal, wenn wir so ein Key-Element sammeln, können wir unser Bild hier vervollständigen. Okay, jetzt hat er ein bisschen sein eigenes Blut dazu gepackt. Erst hat er ein Stück Haut, was als, oh Gott, was denn für ein Scheißhügel ist das? Mann, erst hat er ein Stückchen Haut als Leinwand verwendet und das benutzt. Und jetzt haben wir halt unser eigenes Blut. Ich habe das Gefühl, das Zimmer wird immer aufgeräumt, immer ordentlicher, desto mehr wir hinzufügen. Aber dafür wird das Haus immer abgefuckter. Okay, der Gang kommt mir bekannt vor, aber was der fuck ist das? Das erinnert mich an Silent Hill The Room. Ja, klar. Lass mal versuchen aufzumachen. Geht bestimmt auf. Ja, Mann. Don't do this. Das ist schon schlimm genug. Es hat ein bisschen nachgelassen. Also ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt an das Spielstil. Ich weiß, dass es keine... Umdrehen! Der Raum wird immer enger. Okay. Das erinnert mich an eine Oculus... Rift Demo. Warte!
Ein Schlüssel. Danke. Der Kopf ist so groß wie das Fuckding. Oh, der Schatten sieht aus wie ein richtiger Mensch. Oh, ich mach die Tür lieber zu. Wer weiß, ob das Ding wieder auf die Beine kommt. Oh, das wird hier immer krasser. Was ist das? Das ist das verbrannte Haus, da wo die Frau gestorben ist. Ne, nicht gestorben, schwer verletzt. Ich hab die Tür zugemacht. Ich hab die Tür zugemacht. Und das lässt sich nicht zumachen. Okay, ich hab's euch gesagt. Ich hab die Tür extra zugemacht und die haben das Ding wieder da. Okay, verschlossenes Ding. Oh Gott, ist das Spiel geil gemacht. Ich hab mich umgedreht und ich war im neuen Raum. Wie krass ist der? Es ist wirklich gut. Es ist saugut, das Spiel. Die Ideen, die er reingepackt hat, sind einfach nur geil. Ich habe, glaube ich, bisher in den ganzen Folgen immer wieder gesagt, wie geil das Spiel ist. Aber... Schade. Der benutzt so viele Techniken, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Zum Beispiel das mit dem Umdrehen, dass sich die Umgebung dann verändert. Das habe ich bei einer Oculus Rift Demo gesehen. Schon lange her. Cycline the Chair hieß das. Saugutes Spiel. War richtig abgefuckt. Hatte richtig viele neue Ideen gehabt. War kein Horrorspiel, aber es ist trotzdem... Und das Gleiche sehe ich jetzt zum ersten Mal in einem richtigen Spiel. Restless Memories. Ja. Ja. Und... Ah, meine Frau ist hässlich. Meine fucking Frau ist hässlich. Oh, was ist hier passiert? Also hier haben wir richtig viel Blut. Einen großen Streit. Verletzte. Das ist alles Kopf. Auf dem Kopf. Das ist auf dem Kopf. Das ist ein Zettel. Ich stehe auf dem Kopf. Ich stehe auf der fucking Decke. Nee, irgendwie steht die Hälfte auf der... Ja, jetzt stehe ich unten. Jetzt stehe ich wieder unten. Alright. Dangling Dread. Patient. Fury. Okay. Ich weiß nicht, was diese Dinger zu bedeuten haben. Ich habe jetzt schon mehrere davon. Sehr viele Verdienstkreuze. Kriegsveteran. Wir könnten Kriegsveteran sein. Ich finde das geil, dass man die Story so nach und nach selber entziffern kann, weil einfach so viele Details hier drin sind. Finde ich gut. Okay, der Gang schon wieder. Der wiederholt sich. Nein. Nein, nicht der Bücherhaufen. Den hatten wir schon mal. Oh Mann. Was ist das? Was ist das? Was passiert? Mehrere Gänge? Okay, wir haben schon wieder ein Bild mit sehr vielen Schriften. Oh, das ist der creepige Dude. Ugly. Ugly. Rille, hässlich. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Ein Kunde, der sauer war, dass das Bild hässlich ist. Gut, es ist schon hässlich. Das ist schon der hässlichste Dude, den ich gesehen habe. Und der hat sie beschwert, dass das Bild hässlich ist. Und das fand er überhaupt nicht lustig. Das fand er überhaupt nicht lustig. Licht an. Ist draußen irgendwas? Nö. Scheint gut zu sein. House is huge. Hope kills the mind. Ich will mich nicht umdrehen. Oh. Hasse das. Okay. Richtung Hölle oder Richtung Tod? Okay, Fahrstuhl kaputt. Wir sind angekommen. Gönn ich wieder hoch. Was ist das? Hope while you can. Abandon hope while you can. Warum soll... Oh no. Ein Raum. Das Haus ist komisch. Habe ich das schon mal gesagt? Das Haus ist komisch. Okay, es ist irgendwas lila geworden. Okay. Lass mich raten, es wiederholt sich nicht immer. Aber alles ist... Aber nur alles ist eine Sackgasse. Ja. Wieder zurück. Oh, so viele gute Ideen. Mal schauen. Jumpscare. 3, 2, 1.
Was war das? Als ob irgendeine Tapete abgerissen wurde. Easy to forget. Never forget hieß es aber mal irgendwo. Ist das daumgeil? Mach heller. Mach Licht an. Wir sind im Keller. Natürlich. Warum sollte man nicht in den Keller gehen? Wir sind in einem scheiß Loch, wo alles gruselig ist. Lass uns in den Keller gehen. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Spiel ist. Ich habe echt keine Ahnung. Wir sind in dem Keller. Okay, wo wir ganz am Anfang waren. Wo ganz rechts die tausenden Mannequins waren. Die ganz vielen kleinen Babypuppen. Babydolls. Babydolls. Und der Bass dröhnt. Der Bass dröhnt, die Tücher verschwinden. Warum verschwinden die Tücher? Was hat das für einen Sinn? Okay, der Bass hat aufgehört. Okay, immer wenn wir zu nah kommen, verschwinden die Tücher. Tücher, die er zum Zeichnen benutzt hat? Heißt das, seine Leinwände verschwinden oder sind nicht gut geeignet oder hat er die verbraucht? Könnte irgendwie in die Richtung vielleicht hinkommen. Ich weiß nicht, ob er die Tücher als Leinwände verwenden kann. Oder ob das einfach nur ein nutzloser Effekt ist. Damit hier die Dinger verschwinden können. Okay, nichts Besonderes. Paar Stühle. Oh, das sah gerade komisch aus. Spiel ist Early Access, habe ich im zweiten Part erwähnt. Den ihr übrigens findet, wenn ich hier oben rechts draufklicke, falls ihr den nicht gesehen habt. Okay. Ja. Das wird mein neuestes Meisterwerk. Ja. Hohoho. Okay, Poltergeist. So, es ist bisher okay. Hab schon Schlimmeres erlebt. Der Moment, wo gleich alles runterkracht, ist auch nicht weit. Kennen wir, der ganze Shit ist hier lose. Boah, siehste. Habe ich doch gesagt. Habe ich's nicht gesagt? Ich hab's gesagt. Ich hab euch's gesagt. Ich hab's euch gesagt. Hier ist alles kaputt. Klavier kaputt, Stuhl kaputt. Alles ist kinderleicht. Guck mal, wupp. Superkräfte. Ah. Und nochmal so ein Zettel. Den haben wir aber schon. Joa. Da waren die hängenden Ratten. War jetzt nicht so heftig. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen schon gewöhnt an das Spiel. Das finde ich schade. Der zweite Part, beziehungsweise am Ende vom ersten Part, war da richtig geil. Richtig. Oh, hier ist was. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw, boiled it, and put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I had done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Hat den Knochen rausgeschnitten und gekocht und mit bisschen weiße Farbe vermischt und hatte einen lovely undercoat. Sprich, er hatte wieder was für sein neues Gemälde. Damit das der perfekte Gemälde wird. Oh, Jesus. Unser Arbeitszimmer. Es wird immer verwüsteter. Es wird immer schlimmer. Ich hab gesagt, es wird noch besser. What if you fail? Was ist, wenn du versagst? Oh, hier sind die Souveniren, die ersten. Da ist das Stückchen Haut, da ist das Ding. Sechs Stück. Sechs Stück gibt es insgesamt. Wir haben jetzt das dritte. Lass das Ding einfügen. Das perfekte Gemälde mal. Was auch immer der für einen kranken Shit verursachen will, auf jeden Fall wird das... Was seht ihr? Könnte ein Mensch sein, da ist irgendwie ein Gesicht da. Als ob es am Schreien ist. Okay, das war das dritte Puzzle. Jetzt kommt irgendwas mit unserem Kind anscheinend, oder? Guck mal, Wandgemälde überall. Überall Kindergemälde. Alle Türen verschlossen, außer das letzte. Yo! Yo! Alle Türen... Oh Gott. Es verändert sich wieder alles. Ich finde diesen Infekt so... Ich finde den so krass. Was holt er denn? You fucking took it from me! My gift!
I want it back, you hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. Okay. Will ein Gemälde von seiner Frau malen und er will es perfekt machen. Er will es perfekt machen. Deswegen sammelt er den ganzen kranken Shit, weil er verrückt geworden ist. Die da. Es gibt keine Gefahr, in der man sterben kann, habe ich gesagt. Und trotzdem traue ich mich nicht. Oh Gott, klickt mal hier oben rechts auf das i, dort findet ihr weitere Horror-Games und den ersten Part, falls ihr den verpasst habt. Gebt der Folge mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht und gebt mir Flosse. Flop.